Gut, dann mag ich kurz was sagen. Also herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich total, dass wir diese Übergabe machen können. Und ich habe eine kleine Rede vorbereitet, weil es ist zunächst ein wichtiger Tag und ich mag mir auch die Zeit nehmen, das vorzulesen. Es sind mehr als 2 Minuten, aber es ist mir wichtig, einen kleinen Bogen zu machen. Deswegen lade ich einfach ein, zuzuhören. Es richtet sich auch an die öffentlich-rechtlichen Medien. Ich weiß, dass sie nicht für alle öffentlich-rechtlichen Medien stehen. Es ist so vorwurfsarm wie möglich, aber so echt wie möglich formuliert und hat auch was damit zu tun, dass wir jetzt schon so lange in dieser Situation sind und das hätte im Mai anders ausgesehen für mich. Und ich danke aber Ihnen, dass Sie jetzt hier stehen und diese Petition entgegennehmen. Das war ja lange nicht klar, dass überhaupt jemand hier steht. Und ich finde es toll, dass Sie einfach hier sind und es machen, damit persönlich einfach ein Kontakt stattfindet. Und da danke ich Ihnen auf jeden Fall jetzt schon mal für. Ja, genau. Also, liebe Unterstützende der Petition, liebe Interessierte, liebe Medienschaffende der öffentlich-rechtlichen Medien. Zuerst einmal danke ich Ihnen und allen Menschen, die unser Anliegen unterstützt haben. Es waren weitaus mehr Unterschriften, als ich erwartet hatte. Und ich denke, es hätten noch viel, viel mehr werden können. Vor allem danke ich den Menschen, die die Rundfunkanstalten kontaktiert haben und respektvoll und sachlich darauf hinzuweisen, dass sie es für angemessen halten, dass diese Petition persönlich entgegengenommen wird. Das hatte die ARD nämlich bis vor 5 Tagen noch abgelehnt. Deshalb nur noch Danke an alle Personen in der ARD, die sich dafür eingesetzt haben, dass ich die Petition persönlich überreichen kann. Und für mich ist es auch ein Zeichen des Dialogs, dass wir das jetzt überhaupt machen können. Für alle, die es nicht wissen, ich möchte, dass zum ersten Mal im deutschen Fernsehen die Befürworter der Maßnahmen, Drosten, Wieler, Lauterbach und Co., den Kritikern der Maßnahmen, zum Beispiel Wodak, Bagdi, Homburg und ja viele, viele andere, Rede und Antwort stehen müssen. Ich möchte eine Sondersendung um 20.15 Uhr in der ARD mit den oben genannten Gästen zu dem Thema, wie gefährlich ist Corona. Ich stehe hier in außergewöhnlichen Zeiten, die meiner Meinung nach außergewöhnliche Taten erfordern. Nach monatelanger Recherche und vielen, vielen Stunden voller Interviews und Studien war mir bereits im März klar, zu Corona gibt es nicht nur eine Meinung. Ich bin einer derer, die sehr viel Zeit mit dem Thema verbracht haben und dann als Corona-Leugner, Covid-Idiot und Verschwörungstheoretiker beschimpft werden würden, würde ich meine Zweifel am Corona-Narrativ der Regierung öffentlich machen. Das tue ich hiermit nun offiziell. Ich habe Angst davor und gleichzeitig bin ich fassungslos darüber, wo wir angelangt sind. Wir predigen Demokratie und einen aufgeklärten Geist in unseren Schulbüchern. Mut und kritisches Hinterfragen sind Grundlage unserer Heldengeschichten in Film, Fernsehen und auch Büchern. Und trotzdem ist unsere Dialogkultur beim Thema Corona zu einer aggressiven Rechthaberei, Lästerei und Diffamierung verkommen. Wenn nun auch ich zukünftig diffamiert und beleidigt werde, dann nehme ich das in Kauf. Denn ich tue etwas und mit mir zusammen über 63.000 Menschen in diesem Lande. Ich engagiere mich für einen faktenbasierten Dialog zum Thema Corona in den öffentlich-rechtlichen Medien, die wir bezahlen. Liebe Medienschaffenden der ÖR, der Öffentlich-Rechtlichen, ich möchte mich darin üben, Kritik zu äußern und nicht zu diffamieren. Meinen Standpunkt zu vertreten und nicht zu beleidigen, das ist nicht leicht, aber genau das, was mir seit 6 Monaten von Ihnen fehlt. Ich sehe Sie, liebe Rundfunkanstalten und Intendanten, mitverantwortlich für eine bundesweite Angstkampagne, die vielen Menschen emotional, psychisch und körperlich schadet. Angst ist einer der schlechtesten Ratgeber bei Entscheidungen und Angst als Dauerzustand macht krank. Was haben Sie damit zu tun? Nun, Sie erschaffen die Wirklichkeit mit. Millionen von Menschen lesen Ihre Beiträge, hören Ihre Sendungen und so formt sich Ihre Realität. Es sind nicht nur die Inhalte, die Sie wählen, es sind die Worte und es ist die Gesprächskultur. Es sind aber vor allem die Stimmen und Meinungen, die Sie eben nicht veröffentlichen. Ein Beispiel vom Freitag. Die Tagesschau meldet so viele Neuinfektionen wie seit April nicht. Es ist der höchste Wert seit 5 Monaten. 2507 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages hat das Robert-Koch-Institut registriert. Seit Monaten ist die Tagesschau nicht in der Lage zu verstehen, dass der PCR-Test keine Infektion nachweisen kann und dass totale Fallzahlen nichts aussagen, wenn wir nicht wissen, wie oft getestet wurde. Der prozentuelle Anteil positiv Getesteter ist seit Wochen unter 1%, also im Bereich der Fehlerquote des PCR-Tests. Ich kann nicht nachvollziehen, wie eine so sachlich unkorrekte Berichterstattung möglich ist. Es gibt nur 2 Wege. Entweder Sie kennen diese Fakten nicht oder die Schlagzeilen sollen Angst auslösen. Ich interessiere mich sehr für die Beweggründe dieser unvollständigen Berichterstattung. Ja. Harald Wiesendanger, Wissenschaftsjournalist im Bereich Medizin mit 35 Jahren Berufserfahrung, formuliert es in einem Artikel wie folgt und dieser Artikel heißt Ich schäme mich.
Mit blankem Entsetzen und ohnmächtiger Wut verfolge ich das unwürdige Treiben gestandener Berufskollegen, vom Redakteur beim Nachrichtenmagazin über den Tagesthemen- und Heute-Moderator bis hin zum Mitarbeiter der Presseagentur, zum Rundfunkplauderer, zum Social-Media-Texter, zum Talkshow-Gastgeber. Ungefiltert bringen sie offizielle Horrorzahlen und das Volk, ohne zu hinterfragen, wie diese überhaupt zustande kommen. Wie sie ausgewertet werden, was sie eigentlich besagen, wie es um andere Zahlen steht. Ich stimme ihm zu und lasse mich noch das Radio München zitieren, welches sich getraut hat, verschiedene Experten zu Wort kommen zu lassen. Auch diese, die Corona mit einer schweren Grippe vergleichen. Und das Radio München hat geschrieben, ganz früh, wir haben aufgrund unserer Corona-Berichterstattung ein paar denkwürdige Hörreaktionen bekommen. Wir wurden gefragt und kritisiert, warum und dass wir Wissenschaftlern ein Forum bieten, die doch in der Presse mehrfach widerlegt worden seien. Wenn es, egal in welcher Situation, kaum Gegenstimmen gegen eine politische Maßnahme gibt, die extrem weitreichende Folgen hat, ist es unsere journalistische Pflicht, auch wissenschaftliche Experten zu Wort kommen zu lassen, die zu anderen Einschätzungen kommen. Radio München. Wir dürfen, sagt immer noch Radio München, wir dürfen Andreas Senker aus der Zeit zitieren. Weil auch Wissenschaftler gegen den Irrtum nicht gefeit sind, haben sie den Zweifel zum Prinzip erklärt. Erst dieser macht, so paradox das erscheinen mag, Wissenschaft zum verlässlichen System der Weltbeschreibung. Versuch und Irrtum, Fragen, Hinsehen, noch einmal Fragen, wieder Hinsehen. Dieses Prinzip ist besonders dann existenziell, wenn Wissenschaftler wenig wissen. Der aus den Zweifeln Interpretieren ist dabei nicht Schwäche, sondern Stärke des Systems. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist eine Schwäche des Mediensystems, dass sie abweichende Stimmen nur bei uns und in wenigen anderen unabhängigen Medien finden. Ich spreche wieder von mir. Ich stehe hier nicht nur als Bittsteller, sondern empfinde es als unser Recht, dass Sie ab nun dafür Sorge tragen, dass die Experten, die Sie diffamieren, weil sie in alternativen Medien zu Wort kommen, endlich einladen. Sollte diese Petition dafür nicht ausreichen, bin ich auch bereit, eine zweite Welle zu initiieren, da ich es als Ihre Pflicht sehe und Sie hiermit daran erinnere, Ihre Gebührenzahler ausgewogen zu informieren. Ich zitiere den Medienstaatsvertrag. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen. Ich habe noch aufgeschrieben, dass mir wichtig ist, dass Sie sich trauen, auch die bekannten Experten zu hinterfragen wie Herrn Wieler, und machen Sie sich stark dafür, dass wir endlich wieder sachlichen Diskurs in der Hauptsendezeit sehen. Ja. Herr Lauterbach saß bis Mai 14 Mal in einer Corona-Talkshow im ARD oder ZDF. Herr Drosten äußerte sich in mittlerweile 50 Podcasts im NDR. Wo sind die Interviews mit Dr. Wodak, Dr. Bakti, Dr. Reis, Professor Homburg, Professor Hockertz, Dr. Hadic, Dr. Norbert Schwarz, Nobelpreisträger Michael Levitt, Professor John Ioannidis und all den anderen bekannten Kritikern und Kritikerinnen der Maßnahmen? Sie kommen in Ihren Sendungen nicht vor, und ich frage Sie, ob Sie das als ausgewogen betrachten. Es ist doch eine absurde Angelegenheit, dass diese Leute eben nicht im Mainstream zu Wort kommen, dann an anderer Stelle interviewt werden, um dann deshalb vom Mainstream diffamiert zu werden. Laden Sie die Leute doch einfach ein. Was ist so schwer daran? Die Menschen sind gespalten und nicht mehr dialogfähig, auch weil sie Dialog bezüglich Corona nur selten vorgelebt bekommen. Und das müssen wir wieder ändern. Diese Petition, hinter der mehr als 63.000 Menschen stehen, fordert, dass die Befürworter der Maßnahmen endlich den Argumenten der Kritikern begegnen und einen sachlichen Diskurs miteinander führen. Ich komme zum Schluss und schließe mit den Worten einer, wie ich finde, weisen Frau. Also lassen Sie mich dazu eine weise Frau zitieren. Dr. Janet Armstrong ist eine Indigene aus Kanada, und sie beschreibt ihren regionalen Prozess der Konfliktbewältigung so. Das Konzept hinter dem Prozess, den ich nicht aussprechen kann, weil es nicht meine Sprache ist, besteht darin, dass es ein nach Inklusion strebender Prozess ist. Anstatt Minderheiten auszuschließen, versuchen wir es, der Minderheit zu ermöglichen, ihr Anliegen zu artikulieren, da Minderheiten oftmals etwas sehr anderes als alle anderen sagen. Sie erleben etwas, das von dem abweicht, was andere in der Gesellschaft gerade erleben. Immer wenn es ein Problem gibt, ist die Stimme der Minderheiten die wichtigste und das Verständnis für diese Stimme notwendig, um den Konflikt oder das Problem zu lösen. Wenn diese Stimme keinen Weg findet, ihr Anliegen zu artikulieren und damit nicht gehört wird, ist die ganze Gemeinschaft in Schwierigkeiten.
Die Stimme der Minderheit ist deshalb ein wichtiger Faktor zur Bestimmung dafür, wie unsere Gemeinschaft kommuniziert und zuhört. Zuhören ist dabei der wichtigste Teil und damit einhergehend Wege zu finden, die die Ideen der Minderheiten einbeziehen. Denn hier und jetzt geht es aktuell um die Gesundheit und das Wohlergehen von Millionen von Menschen, darunter die Kinder und alten Menschen dieses Landes, die unter den Maßnahmen extrem zu leiden haben. Die wirtschaftlichen Folgen samt Massenarbeitslosigkeit und Insolvenzwelle stehen alle noch bevor. In einer so bedeutsamen Zeit müssen endlich alle Stimmen an einen Tisch und ihre Expertise in den Dienst der Gemeinschaft stellen und nicht in den Dienst der eigenen Rechthaberei oder anderer verdeckter Interessen. Ich bitte Sie, liebe Medienschaffenden und alle, für die Sie hier stehen, stellen auch Sie Ihre Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft, sodass die Panikmache enden kann und wir wieder miteinander reden und füreinander faktenbasierte, sinnvolle Entscheidungen treffen können. Ich freue mich bereits sehr auf die Sondersendung und bin mir sicher, dass zumindest die Kritiker der Maßnahmen Ihre Einladung dankend annehmen werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Also, zuallererst brauchen wir natürlich eine Unterschrift, dass diese Unterschriften entgegengenommen werden und an die notwendigen Stellen geleitet werden. Musst du einen Stift wieder finden? Da ist er. Und dann hole ich nochmal die Unterschriften raus. Danke, Stift ist nicht meiner, sonst gelte ich noch als Klauer. So. Also, mehr als 63.000 aus der ganzen Bundesrepublik und es wäre noch viel mehr geworden. Und für die Abendlektüre eventuell der Kurzbericht vom Stift- und Corona-Ausschuss. Ja, und Sie sind gerne noch eingeladen, was dazu zu sagen. Ja, ich kann erstmal sagen, vielen Dank, dass Sie hergekommen sind. Das zeigt ja auch, dass es Ihnen wirklich ernst ist. Das haben wir ja gehört, das nehmen wir zur Kenntnis. Und wir werden damit eben das machen, was Sie von uns auch erwarten, nämlich an die Verantwortlichen übergeben und dafür sorgen, dass sie gehört werden. Vielen Dank fürs Kommen. Also das beeinflusst ja auch die Zukunft unserer Kinder und der nächsten Generation. Darüber muss man sich auch im Klaren sein. Wir stehen jetzt nicht nur hier für uns. Also für uns stehen wir schon gar nicht mehr, weil wir haben echt abgeschlossen. Das ist echt so. Also ich stehe vor allen Dingen für die jungen Leute, für die ich Verantwortung trage. Für ich bin Juraprofessor an der Universität Bielefeld. Ich möchte die jungen Menschen, die ich hoffentlich zahlreich mit einem Juraabschluss ins Leben entlasse, nicht in die Perspektivlosigkeit entlassen. Und ich merke ja, dass jetzt schon die psychologische Seite des Jurastudiums eine sehr herausfordernde ist, weil es ein anstrengendes Studium ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass die schon verängstigt und eingeschüchtert zu mir an die Universität kommen, ist der Umfang dessen, was ich da sozusagen nacharbeiten muss, natürlich soweit die fachdidaktischen Methoden reichen, noch größer. Deswegen, ich mache mir gerade ganz große Sorgen um die Generationen, für die ich Verantwortung trage. Ich, alter Klops mit 53 Jahren, spiele längst in der zweiten Halbzeit, aber ich bin für Menschen da, die es noch vor sich haben. Mm. Ja? Und ich stehe als Hebamme für die Babys und Ungeborenen, wo jeglicher Schaden, der unter der Geburt erlitten wird, immer auf Sauerstoffmangel geschoben wird. Und jetzt verpassen wir den Frauen Masken während der Geburt, im schlimmsten Fall, aber in der Schwangerschaft. Auch während der Geburt. Auf jeden Fall. Und vermindern dadurch die Sauerstoffzufuhr zu den Ungeborenen. Und das ist eine Riesenkatastrophe und das gilt zu verhindern. Und jede einzelne Stunde, die das hier noch andauert, ist eine zu viel. Mhm. Ja.
ich sage, von unserer Seite natürlich versuchen wir Ausgewogenheit herzustellen, natürlich versuchen wir das Meinungsbild darzustellen, so wie es ist. Das tun wir, so höre ich das, was Sie vortragen, was hier steht, nicht ausreichend. Und ich empfinde das, was Sie sagen, als Appell an uns, bitte überprüft noch mal eure Mechanismen. Und in dem Sinne sind wir hier, um das entgegenzunehmen. Es ist nicht möglich, quasi per Volksabstimmung eine Sendung ins Fernsehen zu bringen. Die Mechanismen sind nicht so, aber das hier ist ein klares Votum. Technisch geht das jetzt an die Programmdirektion Erstes Deutsches Fernsehen in München, die Chefredaktion, weil dort am Ende mitbestimmt wird darüber, wie laufen die Talks wo ab. Und das, was wir Ihnen zusagen können, ist, dass wir das genau an die Stelle bringen, wo es sein soll. Es gibt ja schon die nächste Überlegung, wie man quasi dann auch noch stärker in den Dialog gehen kann. Das ist so 2 mit 50 immer ein bisschen schwierig. Hm. Aber auch das ist angestoßen, dass dieser Prozess sozusagen mit der Übergabe nicht beendet sein muss. Und das wäre dann der nächste Schluss. Kann man da eine Reaktion erwarten? Reaktion weiß ich nicht unbedingt. Also ich weiß nicht, ich war bei Ihrem Gespräch mit Birand Bingöl nicht dabei. Das ist der ARD-Kommunikationschef zurzeit. Jetzt haben wir es erstmal und jetzt haben wir alle unsere Handynummern, also wir gehen uns auch nicht mehr verloren. Ich mag vielleicht kurz. Ich mag noch kurz erwähnen, dass ich eingeladen wurde, dass es eine Videokonferenz geben wird, in der ich, aber auch andere mit Programmmachenden der ARD eine Stunde lang reden können, um vorzubringen, worum es hier geht, um das besser zu verstehen. Darauf freue ich mich, bin auch gespannt, was das bringt, aber ich bin erstmal sehr dafür. Ja. Ich bitte Sie auch, wenn Sie sagen, dass Ihnen diese 63.000 Stimmen jetzt nicht reichen, ja, und wir sollen Ihnen 10-fach so viel bringen, dann bringen wir Ihnen 10-fach so viel. Mhm. Weil wir betrachten es als Motivation und Demokratie heißt, dass Sie sich alle Seiten anhören. Mhm. Und Sie müssen sich die Frage stellen, warum es andere gibt, die von Lügenpresse reden, von falschen Medien berichten. Und ich bin ein totaler Demokrat, der hier ist, weil ich feststelle, dass in dem Land hier Sachen ablaufen, die ich noch vor 5 Jahren für unvorstellbar gehalten hätte. Für absolut unvorstellbar. Wir rutschen in eine Diktatur rein. Das kann überhaupt nicht sein und ich fordere jeden auf, sich massiv dagegen zu wehren. Auch ich bin in dem Alter, dass mir scheißegal sein kann, dass ich vermögend genug bin, ich brauche das nicht. Aber wir brauchen eine gemeinsame Zukunft für unsere Kinder und dafür sind wir hier. Nur deswegen sind wir hergekommen. Mhm. Ein Gedanke sei erlaubt, ich möchte das aufgreifen, was Sie eben sagten, dass Sie uns verstehen in unserer Meinung, dass Sie eine andere haben. Ich denke, es ist nicht so sehr eine Sache der Meinung oder Wahrnehmung. Des Eindrucks, Wahrnehmung, sagen, ja. Der Wahrnehmung, sondern es gibt ja klar objektivierbare Daten. Eben. Es sind eben ganz gewisse Herren, Damen und Herren, die eine andere Meinung haben, die waren einfach bei Ihnen nicht präsent. Das ist so Tatsache. Ist das. Da können Sie einen Eindruck haben oder wir auch, aber es gibt objektiv die Tatsache, dass die nicht zu Wort gekommen sind. Ja. Man genau. als Kern der Sache festhalten. Ne? Ja. Die uns das erklären. Und Herr Ioannidis ist ein international anerkannter Fachmann, Herr Back, wie Sie alle heißen, also ja. Ist nicht also, nur Eindrucksache. Ja. Wie gesagt, wir werden das inhaltlich nicht zu Ende diskutieren. Ja, klar. Ich nehme nicht für uns in Anspruch, für mich in Anspruch, unser Gesamtprogramm zu überblicken. Darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht darum, dass wir ab jetzt den Punkt haben, wo Sie sagen, das reicht uns nicht, verhaltet euch dazu. Und das wird jetzt der nächste Schritt sein. Okay. Ich versuche übrigens meinen Teil zur Versachlichung zu leisten, indem ich, auch wenn ich natürlich den etablierten Journalismus kritisiere, ich rede weder von Lügenpresse, ich benutze auch nicht das Wort Mainstream-Medien, sondern ich rede dann von Leitmedien, von meinungsprägenden Medien oder von etablierten Medien oder Kanälen, ja, sondern mir ist es wichtig, dass wir eine Diskussion führen, bei der nicht von die einen von vornherein die Guten und die anderen von vornherein die Bösen sind. Mhm. Das ist mein Wunsch. Ja. Ja, ich meine, das gehört zu tun. Ja, das wissen wir alle Verschwörungstheoretiker. Jetzt ist, glaube ich, der Umgang mit uns ein bisschen vorsichtiger. Ja, also ich denke mal, das sind ja die Mechanismen. Ne? Also, dass man sich erst irgendwelche Schimpfworte ausdenkt oder wenn es dann zu Demonstrationen kommt, wo man dann irgendwelche Reichsbürgerflaggen sieht, dass es dann heißt, wir nehmen ein Bündnis, wir schließen ein Bündnis mit den Rechtsextremen. Das ist, das,
zieht die Motivation von Menschen, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen, in eine Schieflage. Also, wie gesagt, es ist jetzt nicht der Ort, das hier zu diskutieren, sondern ich glaube, Sie beide sind ja zu uns gekommen, um das entgegenzunehmen. Sie können die Entscheidung der Programmdirektion, wenn ich sehe, sowieso nicht beeinflussen. Aber ich bin froh, dass wir überhaupt miteinander ins Gespräch kommen. Ja? Ja. Um das und nichts anderes geht es hier. Ja. Ja? Als der Satz fiel, wir können es hier nicht zu Ende diskutieren. Wir haben einfach auch gar nicht die Kompetenzen. Wir sind hier, um das entgegenzunehmen. Es ist nicht so, dass wir nicht wollen. Wir wissen, dass die teilweise eine weite Anfahrt hatten. Also wir nehmen das entgegen, aber wir haben nicht die Macht und Kompetenz, das hier mit Ihnen zu entscheiden. Ja. Da würden wir Ihnen einfach, wir können es weitertragen, genau, aber alles andere würden wir Ihnen was vorgaukeln, was wir einfach gar nicht machen. Deswegen, ja, ist doch gut. Also es ist kein böser Wille dahinter. Ja. Ist gut, ja, klar. Gut, dann. Vielen Dank.